Sharks? Na supi. Oh oh, die Haie sehen so hungrig aus wie ich. Cool. Hi, tschüss. Guck mal da, Haifutter. Ich sehe ja nirgendwo, dass das für dann verboten ist. Also. Was soll das denn? Ich konnte gerade nicht springen. Erst die Kanonen ausschalten. Eine Wahnsinnskanone! So eine brauchen wir für den Fall! Oder zwei! Am besten vier. Für Bentley, für Murray, für Sly und dann noch für Carmelita. Falls sie mal wieder Lust hat mitzumachen. Oh ja! Der Murray macht Kanonenplatz! Nein, nein. Und weg damit. Wow. Wow. Das ist überhitzt. So geht das. Murray ist eine Maschine. Ja. So, jetzt kann ich stampfen nicht auf den Boden, soll ich das Ding bewegen hier. So, ich habe ein Schiff gefunden. Ein ziemlich altes Schiff, wie es scheint. Sehr gut, Großer. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Okay. So, ja, so weit kommen wir auch wieder nicht. Noch eins von diesen nervigen Wirbeldingern. Ich muss aufs Live warten. Teamwork hier. So. Ist schon wieder diese scheiß Skorpione hier. So, so, so. Okay. Ui. Sly, bitte kommen. Ende. Bentley, schön, dass du da bist. Sly, geht es dir und Murray gut? Irgendwas hat unseren Funk unterbrochen. Seid ihr abgestürzt? Nein, ist kompliziert. Aber siehst du, was ich sehe? Wow! Unglaublich, nicht wahr? Absolut. Wenn ich erst... Du darfst nichts anfassen. Halt, was? Bedauere, Sly, aber wenn du etwas berührst, dann werden die Wachen kommen. Selbst wenn du bloß auf diese Münzen trittst. Geh dem Schatz besser aus dem Weg. Und vergiss nicht, nimm bitte für die schwierigeren Sprünge am besten Salims Kostüm. Okay. Sly, dieser unbezahlbare Schatz ist Sindbads legendärer Kelch. Der Geschichte nach wurde er von deiner Urahnin entdeckt, Henriette Einauge Cooper, der berühmten Piratin. Allerdings war das erst im Jahr 1616. Wenn du ihn jetzt nimmst, würde das Zeitkontinuum empfindlich gestört werden. Und die Cooper-Zeitachse auch. Dann würdest du vielleicht sogar verhindern, dass du ein Dieb wirst. Oh, schon kapiert. ich mach mal so vielleicht. Wenn es nicht so sehr schwankt hier. Nein, da ist schon wieder das Glockwerk. Ich hab Glockwerk schon wieder gesehen. Da. Guck doch mal. Der ist da schon wieder. Da. Das kann kein Zufall sein. Die wollen, irgendwie wollen die bestimmt, dass ich nochmal gegen dieses blöde Eulending kämpfen muss. Und wehe, wenn ja, dann... Boah, dann krieg ich Schiss. So. Weg, weg, weg. Und tschüss, Sikorsky. Jetzt müsste Marys Weg frei sein. Paul! Jetzt zeige ich's dieser Falle aber! Uah, 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 uah.
Hua, 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 hua. Ich bin einfach nur aggressiv. So, alle kaputt, alle kaputt. Sind wir von hier aus da? Sind wir sie doch auch. Die blöde Techno-Eule. Vergesst es, Haie! Heute gibt es keinen Murray! Oh, aber wann dann? Die Fische haben sich so drauf gefreut. Schnauze! Lass mich deinen Kumpel töten, okay? Hey, Clockwerk, guck mal, Essen! Das war ein bisschen zu weit weg, ne? Naja. Haben halt die Haie was. So, ich darf wieder Kanonen abballern. Sekunde. Jawohl. Erst die Kanonen ausschalten. Ja, mach ich doch. Konzentrier dich auf die Ziele. Yep, yep, yep. Yep, 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 yep. Bam, bam. Wissen Sie nicht, dass der Murray gepaart mit einer Kanone Zerstörung ergibt? Du gibst immer Zerstörung. Egal mit was man dich kombiniert. Alter, was sind das denn für Schüsse? Ich muss ganz vorsichtig Ups, sein. Überhitzt. Hör die Feuerkraft von dem Murray. Das war zu einfach. Und komm, weg damit. Und Feuer frei. Jetzt komm schon. Geht doch. Yay! Oh. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. So. Ah. Oh. Oh. Ups. Jawohl! Sly, ich glaube, dein Weg dürfte jetzt frei sein. Nach einigen Lärm müssen wir uns beeilen. Geh du zu dem Tiger. Ich suche für Murray einen Weg aus den Höhlen. Cool. Das sieht sehr instabil aus. Ah, das sind irgendwelche Wärmesucher. Oder beziehungsweise, ja, halt irgendwelche Bomben, die in der Nähe von Schritten, Lauten, irgendwas explodieren. Ja. Erinnert mich irgendwie an den Todesstrahlerturm von Clockwerk, damals im Krakau-Vulkan. Muss man doch auch so hoch, aber ja, es ist ein bisschen angenehmer. Scheiße, Zeitlupentechnik ist ausgebraucht. So, gleich wieder einsetzen hier. Hallo. Der Typ sieht aus wie Murray, als er das Burrito-Wettessen gewonnen hat. War echt nicht schön. Ich konnte den Van ewig nicht benutzen. Ich denke da übrigens eher an damals, als die Comtesse Murray eine Gehirnwäsche verpasst hat. Allerdings nutzt diese Maschine irgendwelche Musik, um seine Hirnströme und sein Verhalten zu steuern. Faszinierend. Auf eine völlig verdrehte, schurkenhafte Weise. Tja, kann man damit vielleicht auch Murrays Heißhunger kontrollieren? Laut meinen Messungen ist es viel zu riskant, ihn davon zu trennen. Er könnte nämlich für immer in Trance bleiben. Du musst das Gerät genau untersuchen, damit ich es hacken und lahmlegen kann. Sehr gut, Sly. Jetzt okay. Ach, oh, komm, ey. Den einen Ausdruck hätte man doch kurz geben können. In seinen AE-Hintern. Ah, alle drei Sorten sind jetzt zum Vorschein gekommen hier. So. Ah. Machen jetzt auf Speedhacking.
Nicht du schon wieder. Je größer sie sind, desto tiefer ihr Fall. So, du bist kaputt. Und du auch. So, zurück zum Shellcode. Den Schlüssel holen. So. Uah. Böses Viech. So. Rein damit. Und andocken. Ach, das war schon, okay. Die Level waren ja sonst immer länger beim Hackpack. Wenn du beim Bewegen 1 gedrückt hältst, kannst du sprinten, aber Vorsicht, sprinten ist laut und alarmiert die Feinde, wenn du Bentley und Mary spielst, sollte da jetzt inzwischen stehen. Nein, ich gebe nicht an mit meinem neuen Tool. Mir dreht sich alles wie ein Wirbelsturm. Wer bist du? Ruhig, Kumpel. Ich bin Salims Freund. Oh, Salim. Sollst du mir etwas von ihm bringen? Zum Beispiel das Geld, das er mir aus all den Kamelrennen schuldet? Nein. Das musst du mit ihm selbst klären. Das werde ich auch. Oh. Naja, egal. Ist nicht mein Geld, Salim, also von daher Pech gehabt. Ja, der Dimitri. Schade, dass der nicht rumredet. Ich hätte gerne wieder seinen Sprecher gehört, wenn es derselbe wäre. Also, es gibt viele, die habe ich ja wiedererkannt. Also Sly glaube ich schon, dass es noch derselbe ist. Carmelita denke ich auch. Bentley auf jeden Fall. Und Penelope ist es ja auch. Bei Carmelita bin ich mir nicht ganz sicher und bei Sly, ich weiß es nicht. Heavy Metal Crash, was? Heavy Metal? Das ist eine Musikart. Was sucht es hier? In Arabien? Hm. Ich überlege gerade, wenn die Leute Sly 5 machen sollten, was sollen die da für eine Geschichte bringen? Wir können uns ja was einfallen lassen. Ihr schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Video schaut. Und dann überlegen wir uns, was am besten ist. So eine Art Vorschlag für eine neue Sly-Kampagne. Das wäre doch mal was. Da würde ich mich echt drauf freuen, wenn da wirklich welche mitschreiben würden und da ihre Überlegungen für ein neues Sly reinschreiben. Mich interessiert sowas. So Fantasiegeschichten irgendwie. Bin ja immer gerne so einer, wo sich selber seine weiteren Geschichten ausdenkt. Von Filmen oder von auch von Spielen und so. Ist immer interessant, so zu sehen, was da alles in der ganzen Fantasie von einem Menschen zusammenkommt. Und wenn man das dann mit mehreren Personen macht, dann wird es umso cooler. Wenn man dann auf den, keine Ahnung, auf was für einen Schrott man da eigentlich kommt. Aber es macht Spaß irgendwie. So. Perlenohrringe. Und weg damit. Rein in die blöde Wunderlampe. Da hoch? Das will ich aber nicht. Muss ich aber. Hm. Tschüss. Na komm, die nehmen wir mal mit. Wir haben es ja nötig mit dem Geld. Komm schon. Nein. Ah, shit.